Hallo zusammen. In diesem Video geht es um das wichtigste Klettermaterial. Beginnen wir mit den Kletterschuhen, den sogenannten Kletterfinken. Diese Schuhe haben eine spezielle, griffige Sohle, mit der man einen guten Halt hat. Im Vergleich zu normalen Schuhen wählt man Kletterfinken etwas kleiner, sodass die Zehen vorne leicht gebeugt sind. Die Finken sollten eng sitzen, aber euch nicht wehtun. Empfehlenswert sind Finken mit einer eher harten Sohle und mit Klettverschlüssen, die ihr schnell an- und ausziehen könnt. Bei Klettergurten gibt es eine riesige Vielfalt für alle Formen des Alpinismus. Für Anfänger eignet sich ein Allroundgurt am besten. Diesen Gurt könnt ihr sowohl zum Hallenklettern wie auch draußen am Fels benutzen, denn er ist universell einsetzbar. Der Gurt sollte verstellbare Beinschlaufen haben und zwei oder besser vier Materialschlaufen. In den meisten Läden ist es möglich, im Gurt Probe zu hängen. Dann merkt ihr schnell, ob der Gurt bequem ist und gut sitzt. In diesen Videos wird als Sicherungsmethode die Halbmastwurfsicherung gezeigt. Als Material benötigt man nur einen einzigen Schraubkarabiner. Dieser sollte groß und birnenförmig sein. Wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, beginnen die Hände beim Klettern zu schwitzen. Deshalb nutzen viele Kletterer einen Magnesiumsack mit einem Magnesiumball darin. Das Magnesium trocknet die Hände und verhindert ein Abrutschen von den Griffen. Entscheidet ihr euch irgendwann dazu, auch das Vorstiegs- oder Outdoor-Klettern zu erlernen, benötigt ihr ein Seil. Für die Halle reicht ein Seil, das 50 Meter lang ist. Ein Durchmesser von ca. 10 mm ist eine gute Wahl. Um das Seil vor Dreck und gefährlichen Chemikalien wie zum Beispiel Batteriesäure vom Auto zu schützen, solltet ihr einen Seilsack dazu kaufen. Er bietet Schutz und das Seil kann einfach darin verstaut werden. Für die Kletterausrüstung gilt, lasst euch unbedingt im Fachgeschäft beraten, testet verschiedene Schuhe und hängt euch zur Probe einige Minuten in den Gurt. Im nächsten Video lernt ihr, wie man den Klettergurt anzieht.